Jo, was tun mit dem Leimer? Jetzt habe ich gestern die Dübel eingeschlagen und dann ist Besuch gekommen beim letzten Dübel. Jetzt muss ich aufhören zu arbeiten, aber das wird kein Problem sein. Die sind jetzt trocken und jetzt leime ich einfach diese Stücke rauf. Sich diese Striche hier treffen. Hier passt's auch. Jetzt messe ich hier habe ich, also hier ist besser 60,2 und hier habe ich 62. Jetzt heißt es unten eine Zwinge ansetzen, dass ich mir das hinziehe auf die 60,2. Jetzt drehe ich hier einfach und hier. Und bevor es jetzt ernst wird, bevor ich das Maß erreicht habe, kontrolliere ich mit dem Winkelhaken. Ja, denn wenn es nicht gleichmäßig zusammengehen würde, müsste ich eines fixieren. Das geht gleichmäßig, wie man hier sieht. 60,2, 60,2. Und hier habe ich auch 60,2. Der nächste Schritt ist jetzt die Bretter hier rein. Jetzt habe ich zwei Gleichbreite. Die nehme ich dann außen. Die kommen hierher. Dann kann ich die Zwinge schon weggeben. Zuvor werde ich hier einmal leicht mit dem Hobel über die Kante fahren, dass die Außenkanten schön sind. Dazu geben wir an die Hobelbank. Hier ist leider alles sehr verstellt. Hier muss ich mir nur eine Phase machen. Hier ist mittig, 3 cm muss ich hinein. 2 und 2. Jetzt übertrage ich mir das einfach, indem ich das hier drauf lege. Quasi bohren und ausreiben in einem Durchgang. Außen kommen die gehobelten Kanten. Das nehme ich bündig, links und rechts teile ich es auf. Ich habe hier etwas zu viel ausgerieben, aber ich war das gewöhnt von meinem anderen Ausreiber, dass ich wirklich festdrucken muss, weil er schon alt ist und nicht mehr schneidet. Und jetzt auf einmal so ein neuer Guter, den könnte ich als Bohrer verwenden. So gut fräst er. So, jetzt kann ich diese Zwinge hier natürlich wegnehmen und jetzt lege ich mir diese zwei Bretter herein. Jetzt schaue ich nochmal wegen der Luft. Ungefähr. Jetzt kontrolliere ich das nochmal nach. Das fertig, jetzt kommen die 2x2 Leisten dran für den Deckel oben. Hier haben wir 50, das werde ich dann mit 49 abschneiden, zwei Stück. Die kommen jetzt hierher und drüben und hier herinnen werde ich mir das einfach in der Mitte durchschneiden, dass die Platte in der Mitte auch Halt hat und wenn man aufhebt, dass nichts passiert. Wenn man sowas anschraubt, immer unter die Linie. Kann man das hier sehen? Hier ist Luft. Mir ist es lieber, es ist hier Luft, dann drückt es die Arbeitsplatte hier an und nicht hier. Wenn das vorschauen würde, würde das nicht gerade aufliegen. So. Einen Zentimeter, hier schraube ich mal, 25, 1, 1, 25 passt. Jetzt gebe ich drüben eine Schraube,
Und jetzt ziehe ich das Ganze wie eine Schublade in den Winkel. Diagonal messen ist hier etwas kompliziert, weil ich nicht ordentlich einhängen kann. Aber ich brauche es nicht ziehen, sehe ich gerade. Es ist 100% im Winkel. Anschrauben und ich bin im Winkel. Ich werde hier eine Platte reinschrauben, damit der Staubsauger nicht rausfallen kann. Wenn ich hier einen durchgestellten Zapfen verkeilt hätte, würde das auch in sich stabiler sein. Aber so mit diesen Dominos ist das ja so nicht alles 100% fest. Hier schraube ich mir einfach eine Platte herein und so Reste. Und da schaue ich jetzt, was ich habe. Ich glaube, die würde sich schön machen. Jetzt habe ich diese zwei Rückwände zugeschnitten, ohne dass ihr dabei wart. Ich habe mir gleich den Pullover ausziehen müssen, mir ist so warm geworden, denn ohne Kamera arbeite ich so blitzschnell. Ich muss ja, wenn die Kamera eingeschaltet ist, etwas die Geschwindigkeit rausnehmen. Diese Technik ist noch nicht so weit, um gewisse Extremgeschwindigkeiten festzuhalten. Und jetzt werde ich mir hier ungefähr mit dem Bleistift die Mitte anreißen. Auch hier. Auf der Rückseite ist das ausgerissen. Die kommt jetzt hier herein. Jetzt müssen diese Kanten hier ganz parallel sein. Dann ist das quasi im rechten Winkel. Denn diese Platte habe ich genau im Winkel geschnitten. Und das passt ganz genau. Also jetzt kommen 440er Schrauben hinein. Hier mache ich dasselbe. Die Rollfüße und die haben ja eine gewisse Auflagebreite und jetzt leime ich das noch dazu, dann habe ich die Breite und kann das ordentlich anschrauben. So Reste nehme ich da, die schneide ich jetzt mit 16 cm ab. Jetzt kommt hier einfach Leim rauf und das wird hier mit einer Zwinge befestigt und dann habe ich hier genug Platz, um das Rad anzuschrauben. Das Gute ist, dass hier unten eine Platte ist. Jetzt, wenn ich die Zwinge so drehe, würde sich das Teil so drehen wollen, kann aber nicht, weil es unten ansteht. Jetzt lassen wir den Leim trocknen und ich werde in der Zwischenzeit schauen, wo ich so Räder besorgen kann. Schauen wir mal. Brauchen Sie Tabletten, um Tabletten mit Tabletts zu transportieren oder brauchen Sie Paletten, um Briketts für den Paletttanz zu transportieren, um den Saal zu beheizen? Oder brauchen Sie Paletten, um Möbel herzustellen und darin Tabletten mit den Tabletts aufzubewahren? Für alles können Sie bei mir einen Kostenvorschlag haben. Ich hätte gern Tabletten auf Paletten mit Tabletts transportiert fürs Paletttanz. Also, ich hätte Tabletttänzerinnen auf Paletttänzer mit Schuhenpaletts. Ja, die Paletten hätte ich dann statt die Briketts ein. Okay, das also alles ist möglich. Und ich kann Briketts mit Tabletten. Das heißt, ich kann Ihnen einen Kostenvorschlag erstellen. Alles ist möglich. Firma Hafner und so weiter. So, jetzt war ich unterwegs, habe mir diese Räder gekauft, die Rollen mit Bremse. Und diese hier hatte ich schon. Also hier zum Vergleich. Gekauft hatte ich schon, beim Kaufen musste ich nur darauf achten, dass die Höhe gleich ist, sonst steht der Wagen schief. Jetzt kann ich aber die Zwingen abnehmen. Das hier wird die Rückseite sein mit dieser Platte und auf der Vorderseite oder wird das die Rückseite sein? Es geht darum, wo die Bremse ist, dass ich die schön erreichen kann immer. Ich werde hier hereingehen, wie viel? 3 cm hinein, hier auch 3 cm, hier 3 und hier 3, dass die Schrauben auch Griff haben. Jetzt habe ich
6x60er Tellerkopfschrauben genommen. Die haben quasi die Beilagscheibe integriert. Warum drehen sich die nicht? Ach so, ist hier die Bremse angezogen. Okay, hier war die Bremse angezogen, vom Kauf her schon. Also hinten ist das dann quasi, kommt jetzt das alte Rad. So, hier bin ich 3 cm zurückgesprungen und hier ganz nahe, hier ist Fleisch genug. Hier beim Hirn habe ich nur Angst, dass es hier reißen hätte können, daher bin ich zurückgerutscht. Und dieses Rad werde ich auch etwas reinigen. Jetzt schraube ich das noch fertig an, also alle 4 Räder. Und dann kann ich schon die Säge installieren. Also installieren, ich stelle sie auf. So, Räder-Schnellreinigung mit der Schleifmaschine. Dreht sich sogar im Kreis quasi und macht sich selbst sauber. So, die Räder sind sauber und jetzt kommt natürlich der härteste Teil. Das Ganze herunterstellen. Irgendwie finde ich das super. Wenn ich hier jetzt einen Auslass machen würde, könnte das gleich der Oberfräsentisch auch sein, weil sowas will ich mir auch mal machen. Für so Kleinigkeiten hin und wieder denke ich mir, wäre das nicht schlecht. Aber jetzt werden wir mal bestücken, das Teil. Ich fahre überall hin und hole die Maschinen ab, die drauf gehören. Hallo Kappsäge, keine Angst. Ich komme schon. Bin schon hier. Wie mache ich das am besten, wo der Schlauch durchschaut? Hier kann man das einbremsen. Also steht es vorne auf diesen Dingsbums. Hinten schaut das Ganze so aus. Wird das Ganze hier an die Absaugung angeschlossen. Hier an den Strom. Passt. Jetzt brauche ich nur noch eine Lösung für dieses Kabel hier. Das kann ich quasi beim Transport hier hinhängen. Aber wenn ich jetzt die Kappsäge, sagen wir mal, herunterstellen muss. Zuerst war meine Überlegung, ob ich eine Schraube eindrehe. Aber das muss eigentlich nicht sein. Aber das kann ich noch immer tun. Falls das irgendwie störend ist oder unpraktisch, werde ich hier eine Schraube reindrehen. Oder einen Dübel, einen längeren, wo ich das Kabel raufhängen kann. Aber das ist jetzt meine Kappsägenstation. Die ist jetzt mobil, kann sie überall hinstellen, wo ich will. Und abgesaugt ist sie auch. Also eigentlich perfekt. Hier werde ich mit dem Schleifpapier noch rübergehen, Kanten brechen. Und dann ist sie eigentlich fertig. Ist ein Gebrauchsgegenstand, also geölt und so wird es nicht mehr. Anfangs habe ich meine ganzen Arbeitstische und so geölt. Das muss hier nicht sein. Ich werde euch jetzt am Schluss noch ein wenig herumschwenken mit der Kamera, damit ihr das sehen könnt, ganz genau. Ich sage danke, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche
und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Daumen rauf würde mich sehr freuen. Auch die Nadja, die diese Videos schneidet, würde den Daumen rauf sehr freuen. Und abonnieren ist auch ganz wichtig, weil dann ist der Kanal abonniert. Viel Spaß, danke, Baba.